Köln gegen Freiburg. Ja gut, Köln ist ja, der Klüngel ist wieder da. Der Klüngel, der Kölner Klüngel, der jetzt jahrelang irgendwo im Keller begraben worden ist oder war, ist jetzt wieder da. Jetzt diese ganze Herdefälle, der Stöger, Schmattke weg, Stöger ja auch, und jetzt holen sie Armin. Jetzt ist das Ding durch. Armin Fee wird der Sportdirektor, der haut die letzten Millionen weg vom Modeste. Da bin ich voll überzeugt. Armin zieht noch die letzten Mille ab. Und ich will dir eins sagen, Armin her, ich kenne dich hier aus Hamburg. Ich erwähne das immer wieder, er ist ein lieber netter Kerl. Aber er war ja mehr in Augsburg wie in Hamburg. Ne? Das müssen wir nicht so mal sehen. Der hätte ja immer den Co-Trainer hier arbeiten lassen, aber das wird er wieder in Köln nicht machen. Aber so, nochmal, dieses Kasper-Theater-Stöger, Schmattke, ist für mich ein Unding. Und zu Freiburg gesagt, ja gut, das geht ja, das ist das absolute Absichtsduell. Wenn Köln das Ding verliert, sind sie weg. Da lehne ich mich weit raus. Ich gönne erst Köln nicht, aber dann sind sie weg. Wenn sie das gegen Freiburg verlieren, also ich tippe doch mal ein schön gutes 1-1. Ja, dann haben wir Hannover gegen Hoppenheim. Hannover, ja gut, die haben wir da in Bayern 3-1 verloren. Das sah ja an sich auch gar nicht mal so schlecht aus. Und dann vor allen Dingen ist das so Bayern wieder mit der Elfmeter-Wiederholung. Da war ja auch ein Witz. Achso, der macht ihn rein, da laufen sie in 16er rein. Ja, da pfeift er ab, da lässt er wiederholen. Dann hält er oder schießt vorbei. Und da ist der André, der Boateng sieht auch schon wieder 3 Meter in 16er und dann lässt er weiterlaufen. Also ich kann das nicht verstehen. Das ist der Bonus der Bayern, den kennen wir ja auch. Ich habe auch die Schnauze voll, mich da immer über aufzuregen. So, Hannover hat 3-1 verloren und Hoppenheim hat 4-0 gewonnen. Also das muss ich schon sagen. Nagelsmann, er hat die Truppe wieder in Griff. Also das muss ich schon sagen. Der Gnabry hat auch ein gutes Spiel gemacht. Da. 2 Dinger, glaube ich, geknipst sogar. Also ein sehr guter Mann, habe ich ja auch schon erwähnt. Aber Hannover unheimlich heimstark. Da ist alles drin. Das wäre schwer zu tippen, das Ding. Aber ich glaube, die hatten ja noch ein Spiel, Hoppenheim, da irgendwo in der Walachei. Das konnte ich gar nicht googeln. Ne? Da war ja irgendwo in der Weltgeschichte. Das hat mich auch nicht mehr so interessiert. Ja, gut, ich sag, da wird ein 2-2. Ich nehme an, dass er 2-2 wird. Ein Unterschieden auf sicher. Ja, dann haben wir noch Augsburg gegen Hertha. Ja, Augsburg muss ich schon sagen. Ich mache das Umfeld nicht, den Reuter und die ganzen Chaoten, die da rumlaufen. Aber die Truppe hat der Trainer gut im Griff. Also das muss ich schon ganz ehrlich sagen. Die haben viele Abgänge gehabt da mit dem Pubertilian und allem drum und dran. Also die hat er gut im Griff und sind auch heimstark. Ja, und dann mein Michael wieder, muss ich den erwähne ich jede Woche, ne? Michael Grigorisch, ne? Also wenn der am Ball ist und macht die Dinger da rein, dann falle ich von Sofa. Ne? Also ist so, also das kann ich nicht begreifen, wie so hier Leute gekauft werden für viel Geld und den verkaufen sie für ein paar Mark. Aber das ist beim HSV ja immer so gewesen und das wird sich auch nicht ändern. Ja, zu Hertha, ja Hertha war schwach wieder, ne? Muss ich schon sagen. Hertha ist auch wieder so eine Wundertüte, das kennen wir ja auch rauf und runter. Sie haben ja auch 2-1 verloren da. Also, und dann haben sie in der Europa-Liga ja auch nichts gerissen, also da war ja auch nichts Tolles. Ich habe die viel höher und viel besser eingeschätzt. Also die ganzen Gegner waren ja nicht so doll, was sie da hatten. Auch das Ende, glaube ich, hatten sie auch dabei. Ne? kann mir kein Mensch vorher, ne? Aber jetzt kennen wir sie. Ja gut, das wird Augsburg, ich nehme an, 2-1 gewinnen.